Wir sind sozusagen gestärkt aus der Mittagspause zurück und steuern so langsam auf den Höhepunkt einer Debatte zu, die wir ja in den anderen beiden Vorträgen schon so ein bisschen verschwiemelt mit drin hatten. Die Frage des Islam. Dazu haben wir heute zu unserem Thema einen Fachmann, den ich sehr herzlich begrüße. Und ich weiß allerdings nicht, ob Matthias Rohe seine Arbeit als Koch in Saudi-Arabien oder seine zahlreichen Orientaufenthalte dem Islam näher gebracht haben und ihn möglicherweise auch zum Studium der Islamwissenschaft in Tübingen und Damaskus angeregt haben. Das wird er uns sicher gleich selber verraten. Neben dem juristischen Staatsexaminar macht er jedenfalls noch einen Magisterabschluss mit der Arbeit über klassisches islamisches Recht. Das ist ja fast schon üblich, Promotion und Habilitation, und zwar letzteres nicht im Islamrecht, wie man denken könnte, sondern zum Thema, und das ist wiederum interessant, Sie erinnern sich, dass ich gesagt habe, wie manche Leute zur Frage des Kirchenstaatsrechts kommen, ist ganz interessant. Das Thema seiner Habilitation lautete Netzverträge, Rechtsprobleme komplexer Vertragsverbindungen. Und wie er dann zum Islam und zur Islamwissenschaft gekommen ist, wird er uns vielleicht, wie gesagt, gleich selber sagen. 1999 nahm er den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleiche an der Universität Erlangen-Nürnberg an. Er war übrigens, das ist nicht ganz uninteressant, gerade bei Professoren 6 Jahre im Nebenamt Richter am Oberlandesgericht. Ich hoffe, dass er dort auch die Alltagsfälle gemacht hat und nicht immer so, wie die Richter am OLG gerne machen. Der Professor kriegt die exotischen Fälle, dann kann er sich da theoretisch mit auseinandersetzen. Die praktischen machen wir lieber. Vielleicht war es da anders, ich weiß es nicht. Professor Rohe ist Mitglied in zahlreichen nationalen und internationalen Vereinigungen und, das sollte erwähnt werden, Gründungsrektor des Erlanger Zentrums für Islam und Recht in Europa. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Gefahr durch den Islamismus und berät als Experte auch den Verfassungsschutz. Manche Kritiker werfen ihm vor, dass er die Scharia durch die Hintertür ins deutsche Recht einführen wolle. Wir dürfen daher gespannt sein auf seinen Vortrag zum Thema islamisches Recht und säkulare Gesellschaft. Ist die Trennung von Staat und Religion mit den Prinzipien des Islam vereinbar? Und ich glaube, wir haben auch eine Zuhörerin, Herr Professor Rohe, im Raum, die das vermute ich einfach als Muslima ihren Ausführungen und dann der Diskussion anschließend besonders folgen wird. Es ist Ihr Podium, Herr Professor Rohe. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Möller, haben Sie herzlichen Dank für die freundliche Einladung hierher. Leider war es mir nicht möglich, den ganzen Tag schon an Ihrer Tagung teilzunehmen. Ich bin gerade erst mit dem Zug, die Bahn ist wie immer zuverlässig, unzuverlässig, leicht verspätet, aber doch noch halbwegs rechtzeitig hier angekommen. Deswegen sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich das eine oder andere an Debatte, die schon gelaufen ist, nicht wissen kann. Herr Möller hat mich freundlicherweise schon recht ausführlich vorgestellt. Vielleicht nur kurz zum kulinarischen. Ich halte die Kultur des Islam in der Tat für etwas Interessantes und Faszinierendes. Die Einführung der Scharia würde sich schon mit meiner Liebe zu den Bratwürsten meiner neuen Wahlheimat nicht gut vertragen. Und meine Existenz als Koch in Saudi-Arabien hat, glaube ich, den Saudis die schwäbischen Spätzle auch näher gebracht als mir die Hammelaugen. Also insofern, mag dies genug sein. Das Thema, über das ich hier zu sprechen habe, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber geeignet vielleicht das biologische Tief des Nachmittags zu überwinden. Islamisches Recht, Trennung von Religion und Staat oder auch Gesellschaft im Islam, Fragezeichen. Nun, die Antwort ist sehr einfach. Der Islam ist Staat und Religion zugleich. Al-Islam din wa daula, das wissen wir von verschiedenen islamistischen Stimmen. Der Islam kann also Staat und Religion nicht trennen. Und damit entlasse ich Sie in einen sonnigen Nachmittag, in dem Sie sich schön noch in Karlsruhe
Aber Sie merken schon, jetzt kommt der protestantische Arbeitsethiker in mir durch und sagt dann, so einfach ist es dann doch wieder nicht. Und warum es nicht so einfach ist, dazu möchte ich in den nächsten 30 Minuten ungefähr etwas sagen. Diese Parole, der Islam sei Recht und Religion zugleich, ist eine der Neuzeit. Sie begegnet uns zum ersten Mal im 19. Jahrhundert. Und die Gleichsetzung von Staat und Religion in dieser Terminologie ist schon deswegen neu, weil das arabische Wort Daula bis zu dieser Zeit gar nicht Staat bedeutet, sondern Dynastie. Also die frühen islamischen Dynastien hat man als Daula bezeichnet. Man muss also aufpassen, dass man hier nicht ahistorisch, asymmetrisch Terminologien verwendet, die eine frühere Situation überhaupt nicht korrekt widerspiegeln. Ich möchte mich dem Thema in drei Schritten annähern. Zunächst ein paar wenige Bemerkungen zu den Urgründen des Verhältnisses zwischen politischem Gemeinwesen und Religion im Islam. Dann in einem zweiten Schritt in die Gegenwart hineingehen, einen Blick in einige Länder, Staaten der islamischen Welt. Das kann alles nur sehr kursorisch geschehen. Und das interessiert doch vielleicht auch viele von uns, wie halten es eigentlich Muslimen und Muslime hier und heute mit dem Verhältnis von Staat und Religion? Sind sie mit unserem säkularen System zufrieden? Können sie sich darauf einlassen? Diese drei Aspekte möchte ich ansprechen. Wenn wir uns die Geschichte des Islam und auch des islamischen Rechts ansehen, dürfen wir nicht der Gefahr erliegen, unsere europäischen Entwicklungsstränge als Folie zu nehmen und dann zu gucken, wo stehen jetzt die gerade. So mit der Vorstellung, die Geschichte verläuft auf der Welt überall gleich und dann vergleichen wir eben, in welchem Stadium sich jetzt andere Religionen und Regionen der Welt gerade befinden. Das würde dem Umstand nicht gerecht, dass die islamische Welt gerade in diesem Punkt eben eine strukturell andere Entwicklung genommen hat als das dann christianisierte Europa. Anders als das Christentum war der Islam nämlich seit seinen Urgründen auch eine politische Erfolgsgeschichte. Na, wir erinnern uns, das Offenbarungsgeschehen des Islam beginnt so um 610. Mohammed stammt aus einer Handelsfamilie in der Stadt Mekka auf der arabischen Halbinsel. Als schon gestandener Mensch von 40 Jahren begegnet ihm zum ersten Mal der Erzengel Gabriel und gibt ihm so die Vorstellung des Islam, dann die erste Offenbarung weiter, die er rezitieren soll. So wird dann der Koran allmählich über die Zeit geoffenbart. Mohammed gerät in Mekka, in seiner Heimatstadt, zusehends unter Druck, weil diese neue Lehre sich mit manchem nicht verträgt, was den Mekkanern wichtig war, vor allem der mekkanischen Bourgeoisie, wenn ich das so ahistorisch formulieren darf, die sehr stark sozial geschichtet war. Der Islam war mit seiner egalitären Tendenz attraktiv, gerade für die Unterschicht, auch für Sklaven, das hat nicht allen gefallen. Und der Islam mit seinem sehr strengen Monotheismus hat sich nicht gut vertragen mit dem Umstand, dass Mekka eine Pilgerstadt für, sagen wir heute, heidnische Gottheiten gewesen ist, deren Nebeneinnahmen sozusagen dann ja auch wegfallen, wenn diese Idolatrie abgeschafft werden soll. Kurz und gut, Mohammed gerät mit seiner wachsenden, aber immer noch relativ kleinen Gemeinde so unter Druck, dass er dann im Jahre 622 eine günstige Gelegenheit am Schopfe packt, nämlich die Aufforderung, in die Nachbaroase überzusiedeln. Nachbarschaft heißt da 300 Kilometer entfernt ungefähr, das heutige Medina. Dort wird er hingerufen, weil die dortigen Stämme zerstritten sind über die Dinge, die man so als Streitgegenstand hat, Wasser, Rechte und ähnliches mehr. Und er ist bekannt als gerechter Schlichter und wird deswegen dahin gerufen. Und in kurzer Zeit gelingt es ihm, die dortigen Stämme, jedenfalls einen großen Teil von ihnen, dann auch für den neuen Glauben zu gewinnen. Und ab 622, ab der Auswanderung nach Medina, Hijra heißt das auf Arabisch, und da beginnt die islamische Zeitrechnung dann auch, ab dieser Zeit wird der Islam zugleich eine entstehende Religion einerseits, aber auch ein politisches Gemeinwesen. Dass Mohammed bis zu seinem Tode 632 sozusagen in Personalunion führt, einerseits als Prophet und zwar als letzter Prophet, so das Verständnis des Islam, in einer Reihe von Religionen. Der Islam sieht sich ja als
Fortführung als Korrektur von Judentum und Christentum. In der Uni in Damaskus, wo ich studiert habe, habe ich gelernt, dass auch ich als Muslim geboren bin. Ich habe es nur noch nicht gemerkt, meine Eltern auch nicht. Aber es ist sozusagen die natürliche Berufung eines jeden Menschen, Muslim zu sein. Und die einen haben das Glück, es gleich mitzubekommen. Und bei den anderen muss man sehen. Das heißt, das ist das Selbstverständnis des Islam, nicht etwas abzuschaffen vom Vorherigen, sondern es als Korrektur anzusehen. Da kann man lange theologisch streiten, kommt zu keinem Ergebnis. Das ist, müssen wir schlicht, diese Asymmetrie müssen wir schlicht hinnehmen, so wie im Verhältnis Judentum, Christentum andererseits auch. Kurz und gut, die politische Erfolgsgeschichte geht weiter. Auch nach dem Tode Mohammeds, da bricht erstmal Unruhe aus, wer soll nun die Gemeinde leiten, aber man findet dann einen Nachfolger, Khalifa, der Kalif, das heißt Nachfolger. Da gibt es schon Streitigkeiten. Bereits in dieser Urgeschichte trennt sich der Islam konfessionell in die beiden großen Gruppen der Sunniten und Schiiten. Das fehlt die Zeit, um das näher auszuführen. Aber jedenfalls geht die politische Erfolgsgeschichte weiter. Innerhalb weniger Jahrzehnte wird ein riesiges Territorium erobert. Der beiden großen, schwach gewordenen Großreiche des Römischen Reichs einerseits und des persischen Sassanidenreichs andererseits. Wir haben also um 700 ein islamisches Großreich vom Atlantik, Marokko bis zum Indus im heutigen Pakistan. Wer herrscht da? Wie sind die Verhältnisse? Nun mal improvisiert erstmal. Jedenfalls können wir feststellen, dass mit dem Tode Mohammeds im Grunde schon die Trennung zwischen staatlicher Machtausübung und Religion des Islam beginnt. Es ist nicht so, dass es hier in dieser Union so weitergegangen wäre, sondern es bilden sich über die Jahrzehnte und über die ersten Jahrhunderte zwei unterschiedliche Machtpole heraus. Einmal das Kalifat, das in erster Linie eine weltliche Herrschaft repräsentiert. Und andererseits entsteht eine Gelehrtenschaft, die sich wiederum in eher theologisch Interessierte und eher juristisch Interessierte aufgliedert, die zusehends für sich beansprucht, über die Fragen der Religion letztentscheidend bestimmen zu können. Die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Polen kulminiert im 9. Jahrhundert, im Streit der sogenannten Mu'tazila. Das ist so eine rational-spekulative Theologie, die der Vernunft sehr viel Raum öffnet und die letztlich auch die Letztentscheidungskompetenz des weltlichen Kalifats beansprucht. Ausgehend von der Idee, auch Gott muss vernünftig sein, er kann es nicht anders wollen, deswegen kann man den Willen Gottes durch Vernunftargumentation auch erschließen. Diese Mu'tazila hat sich nicht durchgesetzt. Dieser Streit ist zugunsten der anderen Seite ausgegangen, nämlich einer Gelehrtenschaft, die zusehends für sich dann in Anspruch genommen hat, eben für diese Fragen letztverbindlich entscheiden zu können. Die politische Realität hat ihnen nicht recht gegeben, aber der dogmatische Anspruch war da. Wie geht es weiter mit dem Verhältnis zwischen Staat und Religion? Nun, die islamische Herrschaft wird immer brüchiger. Wir haben seit dem 10. und 11. Jahrhundert Rückzugsbewegungen, Eroberungen und im 13. Jahrhundert fällt die alte Metropole Bagdad in die Hände der noch heidnischen Mongolen. Das ist die Zeit, wo wir eigentlich zum ersten Mal eine Debatte in den Schriften der Gelehrten finden über die Frage, was machen wir, wenn kein islamischer Herrscher im Staat vorhanden ist. Und es entwickelt sich eine sehr quietistische Richtung hier im Staatsrecht, die sagt, der Staat ist zunächst ein weltliches Ding. Es ist erforderlich, dass man einen Herrscher hat, der für gesicherte Rahmenbedingungen sorgt. Und so entwickelt man eine Theorie, dass man auch unter einem nicht-islamischen, ja, unter einem ungerechten Herrscher leben darf, wenn der nur für Ruhe sorgt, wenn er nur dafür sorgt, dass das Gemeinwesen zusammengehalten wird und wenn er nicht so weit geht, die Religion des Islam schlechthin zu verbieten. Das heißt, man arrangiert sich im Grunde mit jedem Typus von Herrscher. Und das ist weitgehend so geblieben, bis in die Gegenwart hinein, im sunnitischen Islam. Das können Sie nachlesen bei den großen Gelehrten des 14. Jahrhunderts, eben Taimiyya, eben Jama'a und anderen. Wir haben also sehr wohl, jedenfalls was den historischen Befund angeht, zwar nicht eine theoretische Ausformung des Verhältnisses zwischen Staat und Religion. Diese Debatten, die wir aus dem Abendland kennen, wurden im Orient bis ins 19. Jahrhundert so nicht geführt.
Aber wir haben eben sehr wohl eine Debatte darüber, wer Entscheidungskompetenzen haben soll. Und man ist in diesen Regionen sehr, sehr pragmatisch. Das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft. Diese Entgegensetzung von weltlicher Macht und religiösem Anspruch ist eine Debatte der Neuzeit. Geboren aus einem Gefühl der Verlorenheit und Unterlegenheit im 19. Jahrhundert. Das ist die Ära des Kolonialismus. Man gerät auf einmal unter westliche Herrschaft und fragt sich, wie konnte denn das passieren, nachdem man 1000 Jahre vorher das Heft in der Hand hatte. Und findet eben unter anderem Ursachen darin, dass man sich vom wahren Wege hat abbringen lassen, dass man sich auch nicht weiterentwickelt hat. Und das löst nun, und damit bin ich im Grunde dann schon bei meinem Punkt B, erstmalig eine tiefgründige, auch theoretisch-dogmatische Debatte darüber aus, wie es eigentlich aussehen soll im Verhältnis zwischen Staat und Religion. Es beginnt im Grunde im Indien des 19. Jahrhunderts. Sie wissen, das große Mogulreich, das ist das letzte Großreich islamischer Prägung in dieser Region, bricht 1857 endgültig zusammen. Bis dahin gab es noch so einen islamischen Frühstücksdirektor im immer mehr britischen Indien, aber ab dieser Zeit dann gar nicht mehr. Und die muslimische Gelehrtenschaft debattiert dann die Frage, ja, dürfen die Muslime Indiens denn unter britischer Herrschaft leben oder müssen die in den Dschihad eintreten, also in einen Verteidigungskrieg, wie man das damals schon interpretiert, gegen bewaffneten Angriff. Und auch die indischen Gelehrten kommen hier zu dem Schluss, nein, es ist nicht notwendig für Muslime, dass sie unter einem islamischen Herrscher leben, sondern der Staat muss nur funktionieren und es muss ihnen möglich sein, weiterhin ihre Religion auszuüben. Und Religion ausüben heißt typischerweise nicht das Vollprogramm der islamischen Geschichte, sondern heißt typischerweise der ritualpraktische Anteil des Islam. Das ist das, was den allermeisten wichtig ist. Den meisten Muslimen, jedenfalls denen, die hier in westlichen Ländern leben, aber auch anderen, vielen in vielen Teilen der islamischen Welt, sind die Fragen des islamischen Rechts im Sinne von Regelung diesseitiger Verhältnisse nicht wichtig oder wenig wichtig, sondern die Ritualpraxis und auch der Islam als Erklärungsmuster für das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, für Weltdeutung, für ethische oder als Rahmenbedingungen für ethisches Verhalten, das ist den Menschen da wichtig. Die Entwicklung geht weiter zu Ungunsten der Verbindung, wenn Sie so wollen, zwischen Staat und Religion. Die letzte Instanz des Islam, die beides noch ein Stück weit verbindet, ist ja das Kalifat. Und das letzte Kalifat, das wir haben, ist das Osmanische. Das beginnt 1517 und endet 1924 nach dem verlorenen Weltkrieg. Das Osmanische Reich wird zerstückelt und der Kalif wird abgesetzt. Die Türkei wendet sich sehr strikt und eindeutig ab von ihrer islamrechtlichen Ausgestaltung, die sie zuvor im Osmanischen Reich hatte, und versucht etwas ganz Neues, ein westlich-säkulares System zu etablieren, jedenfalls auf dem Papier. Wenn wir uns die Türkei heute ansehen, ist sie aus meiner Sicht weit davon entfernt, ein laizistischer Staat, jetzt im französischen Sinne etwa zu sein. Wir haben es da mit einem verkappten sunnitischen Staats-Islam moderater Ausrichtung zu tun und das nicht erst seit Regierung der AKP. Aber sei es drum, die Türkei blende ich aus, weil sie sich nun eben gerade nicht auf einem islamischen Argumentationsgrund befunden hat für ihre weitere Entwicklung. Wir haben einen sehr interessanten Theoretiker, der ein Buch geschrieben hat, das Furore ausgelöst hat in der islamischen Welt und von dem viele muslimische Gelehrte sagen, das sei das Buch der islamischen Normenlehre des 20. Jahrhunderts gewesen. Von einem Herrn namens Ali Abderrazik, ein Ägypter, der ist Richter gewesen, hatte hohe Posten, der hat 1925 ein Buch vorgelegt mit dem Titel Al-Islam wa Usul al-Hukm, der Islam und die Grundlagen der Herrschaft. Und er hat darin, wenn ich das ganz grob zusammenfassen darf, gesagt, wir brauchen keinen Kalifen, auch der Islam braucht keinen Kalifen. Die Verbindung von Staat und Religion sei ein historischer Zufall, der eben dadurch bedingt ist, dass der Religionsstifter Mohammed zugleich auch die muslimische weltliche Gemeinde zu seiner Zeit geleitet habe. Aber damit hat sich's dann auch schon. Und Ali Abderrazik deutet den Islam als eine Religion im Sinne eben von Spiritualität, Sinnstiftung für Menschen, Erklärung für unsere Existenz und für unsere Abhängigkeit und unser Verhältnis zu Gott. Und er sagt, der Islam muss keine politische, ja, er dürfe keine politischen Ansprüche erheben.
Das ist nicht unwidersprochen geblieben. Er ist sehr unter Druck geraten, da gab es viele, die das anders gesehen haben, und er wurde abgesetzt von seinem Posten. Aber die Ideen waren und sind da. Und er ist nicht der Einzige. Wir haben Parallelentwicklungen, noch ungehobene Schätze, weil wir die Sprachen oft nicht kennen, zum Beispiel auf dem Balkan, in Bosnien, wo Muslime schon 1878 unter habsburgische Herrschaft gekommen sind. Einige sind dann ausgewandert ins Osmanische Reich, die meisten sind geblieben. Und an der Theologischen Fakultät von Sarajevo stellt man sich seit über 100 Jahren die Frage, wie halten wir Muslime es mit solchen säkularen Regimes? Und wir haben interessante Aussagen, ich kann leider auch kein, was muss man heute sagen, bosnisch, früher war das serbokroatisch, wer das gelernt hat, kann heute 7 Sprachen. Jedenfalls die paar Texte, die man in Übersetzung hat, da findet sich etwa die interessante Aussage eines Theologen aus den 20er Jahren in Bosnien, der sagt, Gerechtigkeit ist die Religion des Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube. Er will damit zum Ausdruck bringen, der Staat ist nicht dafür da, eine Religion zu haben und eine Religion zu propagieren, sondern der Staat hat für Gerechtigkeit zu sorgen. Und das ist dann der islamische Staat, der für Gerechtigkeit sorgt. Und der unislamische Staat ist der Unrecht duldet oder gar durchsetzt. Das sind Ideen, die, wie gesagt, nicht von gestern kommen. Das ist eine alte Überzeugung bei nicht wenigen muslimischen Gelehrten. Wir haben allerdings auch eine Gegenbewegung. Eine Gegenbewegung seit den 20er Jahren, die sich speist aus Säkularisierungstendenzen, die wir in vielen Teilen der islamischen Welt haben, teils durch die Kolonial- oder Mandatsmächte gefördert, aber teils auch von innen kommend, also dieses Antikoloniale, und sie verknüpfen es so mit einer Islam, das ist der letzte Rest unserer eigentlichen Identität und das dürfen wir nicht verlieren. Und Islam ist ja ein vielgestaltig Ding. Sie haben im Islam die gesamte Auslegungs- und Zugangspalette, wie wir sie im Christentum oder in anderen Weltreligionen finden. Aber diese Leute sehen Islam schon als etwas sehr Spezifisches, eher traditionell, also keine Entwicklungslinien in Richtung Moderne. Und sie verteidigen ihn nach ihrer Auffassung gegen eine letztlich westliche Kulturübernahme. Hier profilieren sich vor allem die Muslimbrüder in Ägypten, die seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in Erscheinung treten und die versuchen nun den Staat zu reislamisieren. Und zwar weniger durch institutionelles Vorgehen, sondern durch islamische Bildung. Das finden wir sehr deutlich in den Schriften ihres Gründers, Hassan al-Banna, der sagt, man solle zunächst mal die Familie islamisch formen, dann die Gemeinschaft, in der man lebt und zum Schluss werde dann sozusagen der Staat selbst auch islamisch werden. Das ist im Grunde immer noch die politische Strategie der Muslimbruderschaft, heute in Gestalt der Partei für Freiheit und Gerechtigkeit in Ägypten oder auch der Ennahda-Partei in Tunesien. Wenn wir die Schriften ihres Führers Rashid Ghannouchi lesen, kann man diesen Gedankengang da im Grunde auch verfolgen. Also keine gewaltsame Durchsetzung einer islamischen Herrschaft, sondern der Versuch durch Bildung, Überzeugungsbildung dann allmählich islamisches Gedankengut in den Staat so weit hineinzubringen, dass die Leute zum Schluss sagen, jawohl, wir wollen einen islamischen Staat haben. Es gibt allerdings auch andere, die dann Härte und Gewaltanwendung propagiert haben. Das kommt vor allem in den 60er Jahren, wo die Muslimbruderschaft dann stark unter Druck gerät und auch Islamisten, sogenannte Islamisten, das sind diejenigen, die den Islam als politischen Herrschaftsanspruch auch formulieren, wie Maududi in Pakistan beispielsweise, die eine Herrschaft Gottes auf Erden fordern, Hakimiyat Allah, und sagen, nur Gott kann herrschen und die Menschen sind sozusagen nur die Ausführenden des Willens Gottes, und zwar sie selbst exklusiv. Denn nur Maududi und Qutb und wie sie alle heißen, wissen natürlich, was Gott will, und alle anderen Muslime wissen es nicht. Ihre Hauptgegner sind nicht wir. Also wir im Sinne von westliche Länder, nicht Muslime, sondern die Hauptgegner sind andere Muslime, die andere Ansichten haben als sie selbst. Die werden breitflächig zu Ungläubigen erklärt, man bedroht sie, man bringt sie um, man zerstört ihre Kultstätten, zum Beispiel von Mystikern, von Sufis, das geschieht bis heute in Ägypten, neuerdings in Libyen oder auch im Norden Malis, wie wir alle haben zur Kenntnis nehmen müssen. Also es gibt auch diese gewalttätige Gegenbewegung. Die Gewalt lässt wieder nach in den 90er Jahren. Ich habe den Eindruck, es hat so einen politischen Kompromiss gegeben zwischen den Machthabern einerseits und diesen Islamisten andererseits nach dem Motto, die schwören der Gewalt ab. Aber die Islamisierung des gesellschaftlichen Lebens soll möglich sein. Und damit haben sie bereits Erfolg. Ich bin zum ersten Mal 1968 in der Region gewesen als kleiner Bub und seither regelmäßig, vor ein paar Wochen zuletzt in Kairo, und habe über diese Jahrzehnte eine optische Islamisierung fast der gesamten Region beobachten können.
meine, in Kairo, da gibt es getrennte Metroabteile für Frauen und für Männer. Das wäre vor 30 Jahren undenkbar gewesen. Jetzt gibt es die und das ist nur ein einziges Beispiel für wieder diese Geschlechtersegregation. Das ist ein ganz besonderes Anliegen von Islamisten. Ja, nicht Mann und Frau irgendwie zusammenbringen, weil der Teufel ja bekanntlich immer der Dritte im Bunde ist. Also diese obsessive Grundhaltung einer Herrschaft über den öffentlichen Raum und vor allem einer Herrschaft über den Körper der Frau ist ein Markenzeichen dieser Leute. Deswegen darf man auch nicht allzu optimistisch in die Zukunft blicken, was eine weitere Durchsetzung von Frauenrechten in der Region angeht. Wir hatten einige Reformen in der Vergangenheit und noch in der Gegenwart, aber ich glaube nicht, dass da viel vorangehen wird. Es ist eher zu befürchten, dass es da wieder rückwärts gehen kann wegen dieser sehr spezifisch verstandenen Re-Islamisierung der Gesellschaft. Wo stehen wir heute? Nun, wir haben Religionsdiktaturen wie im Iran oder in Saudi-Arabien, das will ich nicht groß vertiefen. Iran hat so ein pseudodemokratisches System, aber letztlich ist es eine nicht demokratisch legitimierte Instanz, der Wächterrat, der die Kandidaten aussortieren darf, der Gesetze wieder aufheben darf, weil sie angeblich unislamisch seien und den darf man nicht mit dem Bundesverfassungsgericht verwechseln, das hier so wohltätige, ich sage nicht Politik betreibt, sondern Rechtsanwendung betreibt. Sondern die handeln wirklich aus eigener, im Grunde inhaltlich fast ungebundener Machtvollkommenheit. Wir haben aber auch interessante Entwicklungen, etwa in Ägypten, wie in den meisten anderen Staaten, ist dort der Islam Staatsreligion. Der Staatspräsident muss Muslim sein. Und in fast allen Verfassungen, jedenfalls der arabischen Welt, ist die Scharia, und das ist kein Gesetzbuch, sondern das ist das gesamte Normengefüge des Islam in all seiner Unterschiedlichkeit, in all seiner Interpretationsfähigkeit. Die Prinzipien der Scharia sind die Hauptquelle der Gesetzgebung. Das kann viel heißen und wenig. Das ist so gewesen, seit 1980 ist das so formuliert und das ist auch weiterhin so. Was heißt das aber konkret? Urteile des Verfassungsgerichtshofs in Ägypten zum Beispiel zu der Frage, darf das Erziehungsministerium verbieten, dass Schülerinnen eine Vollverschleierung in der Schule tragen? Also da gucken nur noch die Augen raus und man kann nicht mehr kommunizieren. Der Verfassungsgerichtshof sagt, ja, dieses Verbot verstoße nicht gegen die Scharia, denn es finde sich in Koran, in den Überlieferungen von Mohammed, keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass Frauen, während die Welt so bunt ist und man sich da bewegen kann, als, so wörtlich, Geister in Schwarz gehüllt da bewegen müssten. Das heißt, sie sagen, es mag zwar solche Interpretationen geben, das ist aber Menschenwerk, das sind menschengemachte Interpretationen, an die muss sich ein Gesetzgeber keineswegs halten, sondern er kann nach seiner eigenen Einschätzung das tun, was er für gut islamisch hält, nämlich ein solches Verbot, um eben Kommunikation zu ermöglichen. Ich könnte noch mehr Beispiele benennen. Und nun bin ich beim vielleicht heikelsten Punkt angelangt, Scharia, und ihre Bedeutung in solchen Kontexten. In der Tat gibt es einen Streit über die Position der Scharia in den Verfassungen. Die Salafistenpartei, das sind diejenigen, die einen politischen Anspruch im Namen des Islam erheben und die in erheblichem Umfang von Saudi-Arabien unterstützt wurden und werden. Ein Viertel der Stimmen haben sie gekriegt, ne? Gasflaschen verteilt vor den Wahllokalen, ne? Die Leute kochen mit Gas und solche Dinge, was sicher den Erfolg teilweise mit erklärt. Die wollten nun haben einen Zusatz in der Verfassung, dass auch die einzelnen Interpretationen Ahkam der Scharia Leitlinie der Gesetzgebung sein müssten. Und sie haben auch gleich demonstriert, was das grundsätzlich heißen soll. Manche haben dafür plädiert, wieder die drastischen Körperstrafen einzuführen, also Abhacken von Händen, von Dieben und ähnliches mehr, was längst abgeschafft ist, Gott sei Dank, in den meisten Teilen der islamischen Welt. Rückgängig machen von Reformen zugunsten von Frauen, die wir in den letzten Jahren hatten, das sind die Salafisten. Und das sind nicht die Muslimbrüder und ihre Partei. Die halten fest an der bisherigen Regelung und sie tun etwas, wenn sie es denn wirklich dann auch umsetzen, sie tun etwas aus meiner Sicht sehr interessant Neues. Sie gehen neu mit der Scharia um. Ich setze es kurz in Kontrast zur islamischen Erklärung der Menschenrechte von Kairo 1990. Die spiegelt im Grunde inhaltlich die UN-Charta von 1948. Also sie befasst sich mit all diesen Grund- und Menschenrechten, die wir in der UN-Charta haben, und sagt dann, ja, das will der Islam auch, vorbehaltlich dessen, was die Scharia zum Thema sagt. Und damit ist die Geschichte weitestgehend entwertet. Denn Scharia kann sehr Unterschiedliches heißen. Das heißt, mit diesem Dokument kann man jetzt aus internationaler menschenrechtlicher Sicht wenig anfangen. Und nun kommen die Muslimbrüder und drehen die Sache um. Ich habe ihr Parteiprogramm studiert. Wie gesagt, es harrt der Umsetzung, aber immerhin, es ist mal ein Dokument. Und sie sagen, wir wollen festhalten an der Scharia. Das oberste Ziel der Scharia ist die Wahrung der nationalen Einheit.
Das habe ich bei den klassischen Gelehrten so nicht gelesen, aber der Begriff der Nation taucht da auch natürlich nicht auf. Sie sagen dann weiter, wenn das so ist, auch die Nichtmuslime tragen wesentlich bei zum Wertefundament, zum gemeinsamen Wertefundament des Landes, insbesondere die Christen. Und das ist wirklich neu. Bisher sind nicht-muslimische Minderheiten in den Staaten der islamischen Welt Bürger zweiter Klasse. Sie können existieren, das war historisch vorbildlich, man hat sie nicht vertrieben, nicht zwangskonvertiert, nicht getötet, wie oft bei uns in unseren Breiten anders Religiöse als Christen oder auch Ketzer. Aber dabei ist es im Wesentlichen geblieben und nun haben wir den Schritt, dass man die Christen und andere sozusagen als gleichwertige und gleichberechtigte Träger der Fundamente des Staates definiert. Es ist immerhin auch bemerkenswert, der Vizepräsident dieser Partei ist Christ und ungefähr 10% der Parteigründungsmitglieder waren Christen. Also es schlägt sich schon auch in solchen Dingen nieder. Und sie sagen dann weiter und Scharia heißt Demokratie. Scharia heißt Demokratie im Gegensatz zur Militärherrschaft und Theokratie. Das steht so wörtlich drin in diesem Programm. Scharia heißt Gewaltenteilung. Scharia heißt Korruptionsbekämpfung. Scharia heißt Bekämpfung von Willkür gegen bürgerliche Freiheitsrechte. Und ich muss gestehen, solche Passagen nehme ich denen ab. Die waren im Gefängnis, die sind gefoltert worden, die wissen, was das ist. Ich bin mir nicht restlos sicher, ob sie sich à la longue daran erinnern werden, wie es aussieht auf der anderen Seite. Aber immerhin ist es ein interessanter Schritt, auf den man möglicherweise aufbauen kann. Allerdings, der Begriff der Säkularität, an den wir uns so gewöhnt haben, der wird peinlichst vermieden. Säkularität hat in diesen Breiten einen ausgesprochen negativen Beiklang. Al-Mania, das klingt nach Religionsfeindschaft. Und es ist eine unserer Aufgaben, ich bemühe mich dem zu stellen, wenn ich in der Region unterwegs bin und gefragt werde, versuche deutlich zu machen, nein, Säkularität nach unserem Verständnis heißt, dass wir auch Religionsfreiheit als Grund- und Menschenrecht respektieren, dass wir aber staatliche Machtausübung und Religion voneinander trennen. Wohlgemerkt, und die Diskussion verläuft manchmal schief, wir trennen nicht Religion und Politik. Die Religion hat ihre Stimme in der Politik und das merken wir bei Bundestagsanhörungen zu PID und ähnlichen Dingen mehr. Aber wir haben diese institutionelle Trennung. Die gehen im Grunde einen anderen Weg. Sie sprechen nicht vom säkularen Staat, den sie wollen, sondern vom Zivilstaat, Daula Madania. Und ich habe einige auch Funktionäre befragt, was versteht ihr drunter, und wir haben festgestellt, im Grunde verstehen die das drunter, was wir unter dem religionsoffenen säkularen Staat auch verstehen. Allerdings muss man sagen, auch wenn die Religion nicht ein staatlicher Machtfaktor sein soll, abgesehen von diesen, wenn ich so sagen darf, staatskirchenrechtlichen Reminiszenzen von wegen der Staatsoberhaupt muss Muslim sein und ähnliches mehr, die Religiosität ist in der Bevölkerung tief verwurzelt. Es ist völlig unrealistisch zu glauben, dass irgendeine Partei nennenswerte Stimmenanteile gewinnen kann, die sich vom Islam distanziert. Sondern sehr viel erfolgversprechender ist eine Binnenargumentation, die sagt, ja, Islam, das ist unsere kulturelle Prägung, ist unsere Religion, aber vielleicht so ein bisschen wie im bayerischen Volkskatholizismus, es gehört dazu und man macht das, aber man übertreibt es auch nicht damit. Das ist so eine Grundhaltung, der ich vergleichsweise oft begegne, aber wie gesagt, das antireligiöse Argument, das setzt sich nur in ganz schmalen intellektuellen Zirkeln durch und nicht dort, wo die Wahlen entschieden werden, nämlich in den Slumvierteln und auf dem Land. Da wohnen die meisten Leute und die haben in der Regel andere Sorgen, als sich über das Verhältnis von Staat und Religion Gedanken zu machen. Ganz kurze Worte zum Schluss, wie sieht es eigentlich hier aus? Wir haben einige mittlerweile halbwegs belastbare Umfragen unter Musliminnen und Muslimen. Ich habe versucht, aus den Haltungen der Muslime zu diesem System eine Typologie von 5 Gruppen zu entwickeln. Wenn Sie Lust haben, können Sie das nachlesen, beispielsweise in meinen beiden Büchern bzw. Büchlein zum islamischen Recht. Da gibt es ein dickes, da ist es dann ausführlich, und es gibt ein dünneres, im Februar entschieden, Rohe, das islamische Recht, wo ich versuche, das etwas zu entfalten. Die wohl bei weitem größte Gruppe sind die Alltagspragmatiker. Das sind diese merkwürdigen Leute, die wachen morgens auf und denken nicht wie unser eins drüber nach, was ist mein Verhältnis zum demokratischen Rechtsstaat, sondern mehr so, wie kommen wir in den Tag hinein, wie kriegen wir die Kinder in die Schule und ähnliches mehr. Also Leute wie du und ich, die völlig unreflektiert Ja sagen zu den Grundlagen dieser Gesellschaft, wie die meisten von uns, nicht zum Steuerrecht, aber doch zu den
Grundstrukturen unseres Gemeinwesens. Und wir stellen fest in Umfragen, Menschen türkischstämmiger Herkunft haben ein größeres Vertrauen in unsere Institutionen als die Durchschnittsdeutschen. Und nachdem die nun schon lange da sind, führe ich das nicht darauf zurück, dass sie uns noch nicht gut genug kennen, sondern vielleicht doch einfach der Überzeugungskraft dieses bei allen Unvollkommenheiten doch recht brauchbaren Systems erlegen sind. Auch deswegen, weil sie ja Vergleichsmöglichkeiten haben. Wir wissen zum Beispiel, dass in Sachen Demokratiebejahung Muslime, neuester Bertelsmann Religionsmonitor 2013, kann ich empfehlen, zwischen den West- und Ostdeutschen liegen. Also die Westdeutschen finden es noch besser als die Ostdeutschen und die Muslime liegen über den Ostdeutschen, aber etwas unter den Westdeutschen. Also insofern eigentlich auch kein großer Grund zur Sorge. Nun gibt es allerdings auch Leute, die teilweise aus dem muslimischen Spektrum kommen und die sich abgewandt haben von ihrer Religion. Islamgegner, Menschen, vor deren individuellem Schicksal ich großen Respekt habe. Menschen wie Necla Kelek oder Mina Ahadi, andere, die ihre Religion vom hässlichsten denkbaren Gesicht gesehen haben. Das kann einem auch in anderen Religionen passieren, aber denen ist es mit dem Islam passiert. Die berechtigterweise den Finger in mancherlei Wunde legen, denen ich aber vorwerfe jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, dass sie individuelle negative Erfahrungen in unzulässiger Weise verallgemeinern, den Islam in einer Weise essentialisieren, dass sie sagen, die können gar nicht anders. Man muss sich für das eine oder andere entscheiden und das ist nicht so. Das lässt sich einfach wissenschaftlich nicht belegen, weil es so viele muslimische Zugänge gibt, die sehr wohl Ja sagen können zu Demokratie, zu Rechtsstaatlichkeit, zu unserem System, dass es einfach die Fakten nicht trifft. Und ich bedauere das, weil es im Grunde den berechtigten Kern der Kritik dann auch wieder entwertet. Allerdings gibt es schon auch Leute, die ihnen im Grunde recht geben, Islamisten, die den politischen Herrschaftsanspruch stellen, die also wirklich sagen, nein, Gott alleine soll entscheiden, wir sind die Vertreter des gottgemachten Rechts und alles andere ist so man-made law und das einmal so, einmal so. Die verstehen zwei Sachen. Erstens, es sind nicht viele. Manche sind gefährlich. Wir müssen sie mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln des Rechtsstaats in die Schranken weisen. Und das ist eine schwierige Aufgabe, die wir aber meistern werden. Ich bin zuversichtlich. Aber auf der anderen Seite muss man ihnen zwei Sachen sagen. Erstens, und das sagen manche Muslime, ihr setzt euch selbst an die Stelle Gottes. Woher wollt ihr denn exklusiv wissen, was Gott will? Angesichts der sehr vagen, unklaren, interpretationsbedürftigen Aussagen des Koran, der Überlieferung von Mohammed und vielem anderen auch. Und Punkt zwei. Sie schauen die Demokratie immer nur an als Entscheidung der Mehrheit und übersehen, dass wir die Grundlagen unseres Zusammenlebens mehrheitsfest gemacht haben. Die Mehrheit darf nicht darüber entscheiden, ob die Menschenwürde antastbar ist oder nicht. So nach dem Motto, ist unantastbar, es sei denn aus Gründen übergeordneter Sicherheitsbedürfnisse, müssen wir ein wenig foltern, dann doch. Nein, ein solches Gesetz würde gegen die Verfassung verstoßen und an diesem schönen Ort hier alsbald wieder aufgehoben werden. Das heißt, im Zweifel setzt sich der Rechtsstaat gegen die Demokratie durch, im Hinblick auf diese Fundamentalrechte. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die Frage zu stellen, woher wissen wir das? Warum ist die Menschenwürde unantastbar? Schauen wir in die Kommentare. Manche sind ein bisschen faul und sagen, weil der Gesetzgeber das so vorgesehen hat, ne? Rein positivistisch. Andere holen ein bisschen mehr aus und sagen, es gibt zwei Entwicklungsstränge. Einmal den religiösen. God the Creator has given man his unalienable rights. Gott der Schöpfer hat den Menschen ihre unveräußerlichen Rechte gegeben. Amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Oder Frankreich, Gott war nicht so beliebt, 1789 rum. L'être supérieur, das höhere Wesen, hat es getan. Die anderen sagen Naturrecht, die reine Vernunft gibt uns diese Unantastbarkeit. Was auch immer, wir transzendieren das. Wir nehmen es aus der menschlichen Entscheidungswillkür heraus und das ist der entscheidende Punkt, wo wir uns treffen in diesen Dingen. Wenn wir uns verständigen können über gemeinsame Inhalte, dann haben wir diesen Strukturgegensatz nicht mehr und das halte ich für der Überlegung wert. Und genau das tun Muslime hier und heute, die sagen, das ist unser Land, wir leben hier, wir sind zusehends Deutsche, wir haben alle gemeinsame Anliegen und wir prüfen Islamität nicht mehr danach, ob der Herrscher muslimisch ist oder ob hier islamische Rechtsvorschriften angewandt werden, die sowieso außerhalb einer islamischen Mehrheitsgesellschaft nicht in Betracht kommen, sondern wir kümmern uns um allgemein interessierende Fragen, kurz und gut. Nicht in Arabien, aber sehr wohl in Deutschland, sehr wohl in Europa und im Westen erleben wir eine Entrechtlichung der Scharia.
eine Neudeutung der Scharia, das ist keine Abschaffung, eine Neudeutung der Scharia im Sinne eines ethischen Leitmaßstabes. Guidance rather than governance, wie das ein englischer Muslim formuliert hat. Und wie wir es heute auch in unseren Zentren für islamische Theologie zu hören bekommen, die es an mehreren Universitäten Deutschlands mittlerweile gibt. Und ich denke, das, wenn sich das so weiterentwickelt, trifft die Bedürfnisse sehr, sehr vieler Musliminnen und Muslime, die bei uns leben, weil sie Erklärungen suchen, die es ihnen ermöglichen, zugleich guter Deutscher, Europäer, Badener oder was auch immer und Muslim zu sein. Das geht. Das geht und das Alltagsleben zeigt es uns schon. Und im Moment ist man dabei, die religiös-dogmatisch-theoretische Unterfütterung für das Ganze noch zu entwickeln. Deswegen darf ich vorsichtig optimistisch schließen. Es gibt noch einiges zu tun und wie gesagt, es gibt diejenigen, die uns herausfordern und die wir in ihre Schranken weisen müssen. Aber wir dürfen nicht der Gefahr erliegen, die übergroße Mehrheit der Verständigungswillen und der bereits angekommenen Muslime gedanklich auszugrenzen, weil unser Gemeinwesen, wie wir wissen, ja von Grundlagen lebt, die wir alle erst gemeinsam schaffen müssen und die es so nicht vorgeben kann. Vielen Dank. Ja, Herr Professor Rohr, Sie haben am Applaus gesehen, dass Sie uns nicht nur aus dem biologischen Tief herausgeholt haben, sondern uns da gar nicht haben reinführen können. Und ich habe auch nicht gesehen, dass einer gegangen ist. Aber ich darf Sie jetzt noch kurz zu einer Diskussion mit mir und auch mit dem Podium bitten, mit dem Publikum bitten. Vielleicht können wir doch gerade den dritten Punkt, den Sie angesprochen haben, die Muslime in unserem Staat. Sie haben eine tolle Tour d'Horizon gemacht. Wenn ich Student wäre, würde ich bei Ihnen nochmal anfangen, Islamrecht zu studieren. Da könnte man eine Menge lernen, wie gesagt, abgesehen von den Kochkünsten. Aber der letzte Punkt, das war heute Vormittag auch schon immer wieder mal, das merkte man im Publikum, ist etwas, was natürlich uns Deutsche jedenfalls, die möglicherweise auch eine andere Religion anhängen, doch beeindruckt, da hätte ich beeinflusst. Da hätte ich einfach die Frage, wir haben das kurz vorhin schon im Vorgespräch angedeutet, Sie haben das zum Schluss so positiv gezeigt, haben gesagt, wir sind auf dem Weg, dass die Muslime auch hier sozusagen die Demokratie lernen, sie akzeptieren. Woher kommt aber dann die unterschwellige Angst so vieler deutscher Staatsbürger vor dem Islam? Es gibt ja, ich will das nicht anfügen, aber nur kurz sagen, das ist etwas, was sich ja auch in den letzten Jahren tief eingebrannt hat. Dieser Satz, zu dem kann man stehen, wie man will. Nicht alle Terroristen sind Islamisten, aber die hiesigen, die Terroristen waren alles Islamisten. Das ist etwas, was sich festgepresst hat. Woher kommt dann diese Angst, auf Ihren dritten Punkt gezogen, den Sie ja deutlich angesprochen haben, Muslime in unserem Staat? Mit dem Vorverständnis, dass Sie gesagt haben, und das ist ja auch so, der Islam ist Gesetz. Ich denke, es gibt drei wesentliche Erklärungsgründe für diese Ängste. Der erste ist natürlich, es gibt diese furchtbaren Nachrichten von einem islamisch begründeten Extremismus. Und es nützt auch überhaupt nichts zu sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Wenn man diese Debatten führt mit einer nicht-muslimischen Umwelt, es gibt ja nicht wenige Vertreter muslimischer Organisationen und alle distanzieren sich auch von diesen Gewalttaten, die dann sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Ich verstehe das so aus einer Binnensicht, ja, sie wollen damit zum Ausdruck bringen, das ist nicht unser Verständnis unserer Religion. Aber als empirische Beobachtung muss man halt feststellen, Bin Laden hat sich nicht aufs kommunistische Manifest berufen, sondern auf den Koran, allerdings in einer sehr speziellen Auslegung. Das heißt, die Ängste sind real, denn es hat diese Anschläge gegeben im Namen, viele würden sagen, unter Missbrauch der Religion des Islam. Der zweite Punkt ist, dass in unseren Köpfen noch verbreitet die Vorstellung ist, Muslime sind eigentlich nicht von hier, sondern wir assoziieren sie automatisch mit dem Herkunftsstaat vieler oder dem Herkunftsstaat von Familien vieler, also Arabien und Türkei und Südasien und was nicht alles. Und dann sehen wir die schlechten Nachrichten aus diesen Ländern, die unterschiedlichste Ursachen haben und transponieren sozusagen diese schlechten Nachrichten auch auf die Muslime, die in Europa leben, was unzutreffend ist, weil sich muslimisches Leben und muslimische Kultur bei uns im Westen sehr anders entwickelt hat
hat und entwickelt, als in diesen Staaten. Also das ist, glaube ich, schon mal der wichtige Punkt, dass wir hier gedanklich trennen zwischen dem, was in Saudi-Arabien passiert oder in Afghanistan oder im Iran einerseits und bei uns. Und Punkt 3 ist, wir haben es uns angewöhnt, Probleme, die sich aus Migrationsvorgängen ergeben, auf die Religion der Betroffenen zu projizieren. Wir können klar nachweisen an Presseanalysen in Österreich und auch in Deutschland, dass aus den Türken der Muslim geworden ist. Aus dem Ausländer ist der Türke geworden, aus dem Türken ist der Muslim geworden. Das heißt, auf einmal wird alles, was Muslime machen, erklärt aus ihrer Religion heraus. Bis hin zu einer Schlagzeile, erste muslimische Rockergang in Bremen gegründet. Nun sind das Herrschaften, die sich offenbar bewegen, so im Rotlichtmilieu, illegales Glücksspiel, Frauenhandel und ähnliches mehr. Das sind nicht die klassischen Betätigungsfelder frommer Muslime. Und ich bin einigermaßen davon überzeugt, dass wenn die schon so germanisiert sind, dass sie sich eine Satzung gegeben haben, dass sie nicht auf den Koran Bezug nehmen. Also wir laufen Gefahr, Probleme, die es gibt, Sprachkenntnisse, Zugang zu Bildung und Arbeit und ähnliches mehr. Das sind soziale und ökonomische Problemlagen. Das hat mit der Religion der Betreffenden nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wenn einer kein Deutsch kann, braucht er keinen Korankurs, sondern einen Deutschkurs. Und deswegen müssen wir aufpassen, wie gesagt, dass wir aus dieser Falle wieder rauskommen und Religionsthemen als solche ansehen und diskutieren und die anderen Probleme des Zusammenlebens, wobei ich sagen muss, da haben wir alle noch Hausaufgaben zu machen, dann eben auch in ihrem jeweiligen konkreten Kontext ansehen. Sage ich gerade als Jurist, so wichtig auch uns Wissenschaftlern theoretische Debatten sind über die Fundamente, auf denen wir uns bewegen. Das Leben ist hinterher was sehr Konkretes und Lokales. Und es geht um einzelne konkrete Entscheidungen von Menschen, wie können sie leben, wo sind Grenzen zu ziehen. Und je konkreter, je sachorientierter wir da hinschauen, zu umso verträglicheren und passenderen Ergebnissen kommen wir dann in der Regel auch. Also würden Sie uns raten, sozusagen Deutschen, die anderen Religionsgemeinschaften angehören, so zu sein, wie Sie den Muslim beschrieben haben, der morgens aufwacht und als Alltagspragmatiker denkt, wie komme ich jetzt durch den Tag, so sollte man sich in etwa auch dem Islam gegenüber als eben Nicht-Muslim verhalten? Ich denke, wir sollten genau hinschauen. Wir alle haben multiple Identitäten und das ist jetzt kein Plädoyer für Schizophrenie, sondern wir haben Lebenszugänge unter unterschiedlichen Vorzeichen. Wenn ich Fußball gucke, dann tue ich das als Sportfan und nicht als Christ und ähnliches mehr. Und dann werden wir feststellen, je nachdem, was uns gerade interessiert, haben wir Leute aus ganz anderen Ethnien, Kulturkreisen, Interessengebieten, die haben wir da auch dabei und in anderen Kontexten wieder ganz andere. Also ich rate dazu, der Religion ihren Platz zu belassen, wo sie ihren Platz hat, nämlich schon als sinnstiftendes Element, als etwas, was Lebensperspektiven aufzeigt, was ethische Leitlinien mitgibt, was einem vielleicht auch eine Geborgenheit und Aufgehobenheit in dieser Welt verleiht. Aber die meisten unserer Alltagsentscheidungen werden noch von ganz anderen Motiven mitbestimmt. Und deswegen, ich glaube, die Gemeinsamkeiten, die wir haben, sind sehr, sehr viel größer als die Unterschiede. Und deswegen warne ich vor allem von diesem Wir und Die. Wir sind viel enger vernetzt und verwoben, dieses Wir und Die gibt es nicht. Ja, wo Sie sagen, wir sind enger verwoben, gehen wir doch mal sozusagen in den Alltag hinein. Ich habe das mal einfach gesehen, es wurde heute Vormittag auch schon mal angesprochen, wenn wir zum Beispiel familiengerichtliche Entscheidungen sehen. Wir haben inzwischen die Heirat, Scheidung, Mehrfachehen, Vormundschaft und Sorgerecht, Erziehungsrecht, damit müssen sich ja deutsche Gerichte befassen. Und es war, glaube ich, gerade das Oberlandesgericht Hamm, das vor wenigen Tagen eine Entscheidung getroffen hat, dass also eine Frau, eine Muslima, sich scheiden lassen wollte und die das nach islamischem Recht gemacht haben. Also da ist ja eigentlich schon unser Rechtssystem, ich will nicht sagen anpasst, aber muss sich mit diesen Dingen, also mit dem islamischen Recht auseinandersetzen. Meinen Sie, dass das zum Beispiel etwas ist, was auch zu einer Integration schneller führen kann? Es wurde heute zum Beispiel gefragt mit dem Baden, wir hatten das Schulgebet beispielsweise, wir haben aber auch andere Gebiete, natürlich das Arbeitsrecht, wir haben die Entscheidungen, die heute nicht angesprochen wurden, aber die enorme Auswirkungen gehabt hat. Es war also, die Seite ist beim Verfassungsgericht fast zusammengebrochen, über 1 Million mal angeklickt worden nach dem Urteil zum Schächten zum Beispiel. Das hat also die islamische Welt, aber auch die jüdische Welt sehr bewegt, was man sehen kann. Wenn man das also sieht, was der ein oder andere eben nicht sieht, dass sozusagen unsere Justiz sich schon viel häufiger damit beschäftigt, wäre das ein Zugang, dass wir sagen, wir werden das in Zukunft viel häufiger erleben, dass sozusagen vom Recht her auch uns der Islam näher gebracht wird. Wir uns da mehr mit beschäftigen müssen.
Im einen Bereich, den Sie skizzieren, ja, im anderen eher nein. Wir müssen, glaube ich, auseinanderhalten den Bereich der Religionsfreiheit, also wo es um religiöse Interessen, Gebote und Verbote geht. Da geht es schlicht um Prüfung von Artikel 4 oder anderen Verfassungsnormen, inwieweit auch Muslimen im Sinne einer Säkularität, die heißt Gleichbehandlung und Neutralität des Staates, eben gleiche Rechte und gleiche Pflichten auferlegt werden oder zugestanden werden wie allen anderen auch. Da plädiere ich sehr einfach für schlichte Rechtsanwendung, wie es allen Menschen in diesem Lande gegenüber geschieht. Also ein Ehrenmord ist ein Mord und hat nichts mit der Religion zu tun. Jedenfalls aus unserer Sicht wäre ein religiöses Motiv unbeachtlich. Aber man muss an der Stelle auch sagen, ich kenne keinen Muslim, der aus theologischen Gründen diesen sogenannten Ehrenmord rechtfertigen würde. Leider gibt es das. Das sind kulturell leider tief verwurzelte Praktiken eines extremen Patriarchats, die sich da niederschlagen, aber es gibt nicht wenige Muslime, die sich auch dagegen wehren. Selbstverständlich hat die Religionsfreiheit ihre Grenzen auch, aber wie gesagt, auch die für alle gleich. Sie haben aber auch diesen Rechtsbereich angesprochen und das führt tatsächlich oft zu Irritationen. Jetzt fangen wir auf einmal an, ägyptisches, iranisches, marokkanisches Ehescheidungsrecht, sonst was anzuwenden. Ist das nicht eine schleichende Islamisierung? Scharia durch die Hintertür? Ja. Nein, das ist Scharia durch die Fördertür. Und an der Fördertür steht der deutsche Gesetzgeber und macht sie auf. Diese Normen werden angewandt, nicht deswegen, weil die Muslime das verlangen, sondern weil unser deutsches Recht das so vorschreibt oder jedenfalls ermöglicht. Das sogenannte internationale Privatrecht in grenzüberschreitenden Fällen, gemischt nationale Ehen beispielsweise, da wenden wir hier französisches, dänisches, brasilianisches, ägyptisches, indonesisches Recht an, weil unser Gesetzgeber der Auffassung ist, in diesen privaten Fällen ist diese Rechtsordnung näher an den Beteiligten dran als unsere eigene. Wir machen das freilich nicht grenzenlos aus gutem Grund. Wenn also das Ergebnis der Anwendung dieses fremden Rechts unseren grundlegenden Vorstellungen widerspricht, sogenannte Ordre Publique, dann wenden wir das doch wieder nicht an. Das heißt, der deutsche Gesetzgeber öffnet zwar die Tür, aber behält die Klinke in der Hand und schließt sie dann wieder, wenn die Spannungen zu groß werden. Warum sage ich, dass wir da weniger in Zukunft zu tun haben werden? Nun, weil man in Deutschland und in Europa etwas, wie ich meine, begriffen hat. Wir haben so viele Fälle bisher, weil wir diese Dinge an die Staatsangehörigkeit der Beteiligten geknüpft haben. Das heißt, wir wenden noch in der vierten Generation ausländisches Recht an, obwohl die Leute längst hier auch rechtlich sozialisiert sind. Und genau da haben wir in jüngster Zeit Änderungen bekommen, zum Beispiel im Scheidungsrecht jetzt seit Januar und in anderen wichtigen Bereichen. Künftig wird der gewöhnliche Aufenthalt der Betreffenden maßgeblich sein. Das heißt, der Spezialsenat des OLG Hamm für türkisches Recht, das ist kein islamisches, ich weiß es, wird weniger sozusagen zu tun haben und wir werden weniger islamrechtlich inspiriertes Recht anwenden müssen, weil in der Regel dann die Gerichtszuständigkeit dazu führt, dass deutsches Familienrecht angewandt wird. Damit sind wir freilich noch nicht am Ende, letzter Satz dazu und das ist wirklich noch was Neues. Wir werden uns zusehends damit beschäftigen müssen, inwieweit man im Rahmen des geltenden deutschen Vertrags, Familienerbrechts, zum Beispiel auch islamisch-religiös inspirierte Vorstellungen umsetzen kann. Wir haben ja schon Islamic Investment. Es ist ja nicht verboten, auf Investment in Alkoholproduktion, Schweinefleisch oder Pornografie zu verzichten. Es gibt Öko-Banking, es gibt einen Ave-Maria-Fonds, es gibt alles Mögliche. Warum soll es nicht auch islamisches Banking geben? Im Familienrecht, man darf Eheverträge schließen, man darf seiner Frau eine Gabe aussetzen für den Fall der Scheidung beispielsweise, daran ist nichts Anstößiges, das ist islamisches Recht, aber das lässt sich auch in deutschem Eherecht letztlich umsetzen. Und wir haben viele Streitigkeiten vor unseren Gerichten, zum Beispiel über die Frage von Goldgeschenken anlässlich der Hochzeit, die dann doch nicht zustande kommt oder nach kurzer Zeit aufgelöst wird. Und die legen da richtig zusammen, also so kleine Hochzeit, 500 bis 1000 Gäste und da kommt dann schon was zusammen und das sind eine Menge Streitigkeiten und ich weiß, dass manche Betroffenen eine gewisse Scheu haben, das vor deutsche staatliche Gerichtsinstanzen zu bringen, weil sie sich dort nicht verstanden fühlen oder weil wir gelegentlich die Komplexität dieser Verhältnisse nicht erkennen. Hier geht es nicht um die Änderung des deutschen Rechts, das bleibt wie es ist. Hier geht es um eine Stärkung von kultureller Sensitivität, nachfragen, was wollt ihr, in welchen Kontexten lebt ihr, was war beabsichtigt, die schlichte Frage nach, was ist der Grund des Vertrages gewesen und da haben wir noch gewissen Nachholbedarf, weil uns teilweise schlicht die Kenntnisse fehlen. Gerade da setze ich auf Leute mit Stallgeruch, also Leute aus diesen Migranten-Communities, die zum Beispiel Jura studiert haben, die sich auskennen, die noch sprachliche Zugänge haben, die so einen Heimvorteil haben, dass hier in der Tat mehr an Brückenbau noch
geschieht in der Zukunft, als wir es bisher haben. Auch da bin ich ganz optimistisch, denn die Zahlen zum Beispiel an juristischen Fakultäten steigen. Das ist positiv. Mit diesem Ausblick vielleicht die letzte Frage von mir, bevor ich dann hier ins Publikum gehe. Sie haben gesagt, dass die Muslime, die hier leben, sich durchaus mit dem säkularen Staat arrangieren können. Was passiert aber mit denen, wenn sie diese Haltung einnehmen, wenn sie in ihr Ursprungsland ihre Verwandten wieder besuchen? Sind das nicht dann in Anführungsstrichen, sage ich, Ausgestoßene möglicherweise, dass sie sich da also im Widerspruch setzen? Was machen wir mit diesen Menschen? Also das Problem derer, die zurückgehen, nachdem sie lange hier gewesen ist, ist eher das, dass sie sich ständig darüber aufregen, wie unpünktlich die Leute da sind und wie wenig Ordnung da herrscht und Ähnliches mehr. Dass die Großfamilie einen ständig beansprucht. Also wenn man durch die Türkei im Sommer reist, wird man immer wieder auf deutsche oder türkischstämmige Menschen, die in Deutschland leben, treffen, die endlich mal ein Deutscher, mit dem man reden kann und nicht immer die Vettern und Cousins, mit denen man sich gar nicht mehr versteht. Auf der Ebene geschieht Entfremdung. Ich habe noch keine Diskussion gehört über Fragen der Staatsorganisation, dass sie sagen, ihr solltet eigentlich hier in Deutschland irgendwie ein islamisches System implementieren. Das ist schlicht kein Gesprächsgegenstand. Also die Entfremdungen laufen über kulturelle Adaptationsprozesse. Die Türken werden die türkischstämmigen Deutschen werden in der Türkei als Almanjalar, als Deutschländer angesehen und die zahlen inzwischen die gleichen hohen Preise wie wir Bio-Deutschen da und müssen einen türkischen Vetter oder Cousin mitnehmen, wenn sie die Türkenpreise bezahlen wollen. Also auf der Ebene läuft Entfremdung ab und diese theoretischen Debatten über Verhältnis Staat und Religion, die werden schlicht nicht geführt. Ja, herzlichen Dank. Von den Preisen, hohen Preisen zurück. Ins Publikum werden hier zunächst und dann da und da. Ja, bitte. Sekunde, Sie kriegen Mikrofon. Herr Professor, zu dem Thema Ängste. Da war bei dem letzten Integrationsgipfel, das war, glaube ich, jetzt der dritte, wenn ich richtig mitgezählt habe, und da wurde dann anschließend von den Muslims ein 34 Seiten langer Forderungskatalog aufgestellt. Also nicht Wunschkatalog, sondern Forderungskatalog. Und das erzeugt, glaube ich, Ängste, weil ich sage, ist das eigentlich die richtige Formulierung? Und Sie sprachen von dem deutschen Recht gerade vor kurzem und sagten, das bleibt auch so. Da bin ich sehr unsicher und zwar einfach aus dem Grund, weil wenn die Muslime oder die Türkei in die Europäische Union kommt, dann wird sich da auch einiges ändern, denn das ist immerhin eine große Anzahl von rund 78 Millionen Menschen. Und dann werden die auch ihren Einfluss dort geltend machen und werden dann nachher auch auf das deutsche Recht rückwirkend anzuwenden des europäischen Rechts Bezug nehmen. Und davor fürchte ich mich ehrlich und das ist ein Punkt, wo gewisse Ängste herauswachsen. Danke. Ich glaube, solche Ängste sind ja auch ein maßgeblicher Auslöser für Skepsis gegenüber einer Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU. Nun muss man sagen, was Gesetzgebung angeht und Religionsfragen, ist die Türkei nun gerade kein gutes Beispiel für islamisches Recht oder islamische Gesetze, denn das wurde sehr konsequent in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts abgeschafft. Wenn die Türkei aufgenommen werden möchte, dann muss sie die Kopenhagener Kriterien erfüllen. Also das ist der Eintrittsausweis zur EU. Und dazu zählt demokratische Rechtsstaatlichkeit. Und da gibt es noch eine ganze Menge an Hausaufgaben zu erledigen in der Türkei, bis wir an diesem Punkt sind. Also Europa und das europäische Recht und damit auch die wesentlichen Grundlagen der einzelnen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen stellen die Bedingungen für diesen Beitritt. Insofern muss ich sagen, bin ich da ganz optimistisch. Ich glaube, wir fühlen uns manchmal zu schwach. Wir unterschätzen unsere eigene Stärke und Überzeugungskraft. Und das sollten wir sehen. Ich glaube, ein Teil der Ängste vor dem Islam ist eine Angst vor einem als schwächer und schwächer wahrgenommenen Christentum, Angst vor eigenem Kulturverlust im Angesicht dieser vitalen Religion. Aber dann sollten wir den Muslimen dankbar sein, dass sie uns den Spiegel vorhalten und uns
Anlass geben zu überlegen, wo stehen wir eigentlich und wie stehen wir da, und wir sollten uns von solchen Ängsten nicht übermannen lassen. Was den Förderungskatalog angeht, Herr Kollat ist ein medienerfahrener Mann und wusste, dass er das am Tag vorher bringen muss. Da steht aber nichts von Islam oder Islamisierung, da stehen einige Dinge beispielsweise drin von gleichen Zugängen zum Arbeitsmarkt und ähnliche mehr. Nun kann man lange über Quoten diskutieren, das Fass mache ich hier nicht auf. Was wir allerdings schon wissen ist, dass es auf dem Arbeitsmarkt in manchen Sektoren noch Benachteiligungen von Migranten gibt. Wenn die einen ausländisch klingenden Nachnamen haben, dann haben sie weniger Chancen auf ein Bewerbungsgespräch als die anderen. An solchen Sachen müssen wir schon noch arbeiten. Ich finde es auch nicht schlecht, dass gefördert wird und nicht nur gewünscht. Wir sind ein Rechtsstaat und kein Almosenstaat. Es gibt Sozialhilfe, einen Anspruch auf Sozialunterstützung, und wir müssen nicht mehr um Gnade betteln. Das halte ich für einen zivilisatorischen Fortschritt. Ich halte es immer für gut, wenn man in der gesellschaftlichen Debatte erstmal freundlich formuliert und sagt, was geht und was geht nicht, und nicht gleich auf den Tisch haut. Aber wenn man merkt, es geht lange und lange nichts voran an bestimmten Ecken, dann darf man auch mal Dinge einfordern und damit auch deutlich machen, wir sind hier nicht nur geduldete Gäste, sondern wir gehören zu diesem Land dazu, mit allen Rechten, mit allen Pflichten. Wir können dasselbe einfordern, was andere einfordern dürfen, und der Rechtsstaat wird es dann schon richten. Auch da, muss ich gestehen, bin ich wieder ganz optimistisch. Ja. Der Optimismus überwiegt auch bei mir im Blick auf die Uhr, dass wir jetzt kurze Fragen haben mit dann etwa kurzen Antworten. Der andere Herr hinten war dran und dann waren Sie dran. Herr Professor Rohr, Sie sprachen so unterschwellig von einer Entrechtlichung des Islams. Ich frage ganz provokativ, ist das nicht eine Wunschvorstellung unserer Islamkonferenz oder einfach gesagt der Euro-Islamisten? Denn nach wie vor gilt der Satz, Islam din wa daula. Islam ist nicht nur eine Religion, Islam ist eine Gesellschaftsordnung. Und da wird es ideologisch, und wenn Sie bis in die Familienverhältnisse hinein bestimmte Regeln und Anweisungen geben, dann geben Sie auch ganz bestimmte Impulse, zum Beispiel von der Ankara-Schule, die über die DITIB hier sehr wohl Einfluss nimmt, auch ins Religionsgeschehen. Oder, wenn Sie genau hinschauen, auch von der Al-Aqsa. Hier werden politische Akzente gesetzt, die wir nicht zur Kenntnis nehmen, nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Und bei aller schönen sozialen Gesetzgebung liegt darin eine Riesengefahr, dass wir unterschwellig, wenn man so will, erst den Islam machen wollen, der uns passt, und das ist keiner mehr. Dankeschön. Also diesen ersten Satz habe ich ja nun gerade versucht zu erklären, dass es eine neuzeitliche Islamistenparole ist, die von vielen Muslimen so gerade nicht geteilt wird. Wir sollten uns nicht zum Gefangenen von Wunschdenken machen, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber wir sollten auch davon Abstand nehmen, Muslime zu essentialisieren, nach dem Motto, ihr müsst Extremisten sein, ihr könnt gar nicht anders. Ihr könnt gar nicht anders als Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ablehnen, sonst seid ihr keine richtigen Muslime mehr. Dann würden wir uns doch letztlich die Herrschaft über die Deutungshoheit des Islam anmaßen und uns im Grunde zum Komplizen des islamischen Extremismus machen. Davon sollten wir dringend Abstand nehmen. Und ich kann Ihnen eine Menge Stimme benennen, die Menschen, die wir gerade berufen haben an den Universitäten, muslimische Theologinnen und Theologen, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, und auch die Ankara-Schule, die Sie ansprechen, das sind nun gerade Kronzeugen für meine Schilderungen. Die wollen doch gerade nicht islamisches Recht einführen. Wir haben den Ömer Össer in Frankfurt, wir haben jetzt demnächst möglicherweise einen Vertreter bei uns in Erlangen. Gerade das sind maßgebliche Vertreter dieses Kurses einer Entrechtlichung von Scharia und einer Neudeutung von Scharia als einem ethischen Leitmaßstab mit diesem Verständnis. Also das ist durchaus nicht nur ein Wunschdenken der Deutschen Islamkonferenz, sondern das ist gelebte Realität in diesem Lande. Und lassen Sie das einen Juristen sagen. Juristen kann man viel Schlechtes nachsagen. Aber wir sind nicht naiv. Wir sind nicht naiv. Wir schauen schon genau hin. Aber ich denke, eins ist wichtig für unser Zusammenleben in der Gesellschaft. Wir müssen jedem, dem wir begegnen, zunächst mal ein Grundvertrauen entgegenbringen und nicht ein Grundmisstrauen. Wenn wir uns strukturell misstrauen, dann ist jede Kommunikation sofort zu Ende. Das heißt, wir müssen schauen, gibt der andere uns Anlass für Misstrauen, sozusagen ein Anfangsverdacht, jetzt polizeirechtlich gesprochen, und dann müssen wir freilich wieder weiterschauen. Aber wenn wir diesen Anfangsverdacht nicht haben, dann hat jeder von uns den Anspruch auf Vertrauen statt Misstrauen. Und wenn wir diesen Grundsatz beherzigen, dann haben wir noch nicht alle Probleme gelöst, aber schon eine Menge. Herr Professor Rohr,
Sie in Ihrem Beitrag haben Sie ausgeführt zwar über das islamische Recht in muslimischen Ländern, was Sie aber nicht gesagt haben, wie viele Analphabeten in diesen Ländern leben. Das heißt, Sie können weder lesen noch schreiben. Und ich sage nur, wenn die Leute zu uns kommen, ich meine, es gibt genug, die dort leben und bleiben wollen. Ich meine, wenn Sie nicht lesen und schreiben können, wie wollen Sie denn was verstehen? Wie wollen Sie Ihre Religion, sagen wir so locker flockig, wie Sie das erzählt haben? Und ich als Politologin sehe das noch mal ein bisschen anders, weil für mich ist die Religion einer der wichtigsten Faktoren für politische Konflikte. Und letzten Endes wird dann der Deutsche Bundestag und auch wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht über sämtliche militärischen Einsätze entscheiden müssen, ohne die Kenntnis der einzelnen Länder, der Kulturen, der Sprache und der verschiedenen Varianten der Religion entscheiden müssen, was macht man. Man schickt da Leute hin und ich meine, ich möchte noch mal daran erinnern, man sagte einmal, Soldaten sind Mörder. Und jetzt frage ich mich, wo ist da der Integrationswille in Europa? Also ich meine, mich können Sie nicht überzeugen. Das, was Sie jetzt meinen, ich weiß nicht. Das ist schön, wie der Herr da sagte, wir haben einen Wunsch-Muslim. Ob das realisiert wird, ist eine andere Frage. Ja, das Professor Rohe sagt, er nimmt das jetzt so mal hin, wie gesagt, denn da kann er sicherlich wenig zu antworten. Aber wir, das haben wir auch am Beifall jeweils gehört und Professor Rohe hat dies auch artikuliert, den Optimismus, sagen wir das Positive hin, sich dem anderen zu öffnen, das sollten wir uns nicht nehmen lassen. Was hier geäußert wurde, ist ja vielleicht im großen Maße Misstrauen, das auch da ist und das auch, meine ich, sicherlich durchaus begründet ist in den Fällen. Sie haben das ja auch angedeutet. Wir haben eben leider immer die Fälle auch in den Medien, die daneben gehen, wo wir den Terrorismus haben, wo Forderungen da sind, wo es, das wird ja heute bei Strafverfahren fast schon weggelassen, Johnny Carr beispielsweise mit dem Hintergrund der Straftäter dort, der mutmaßlichen Straftäter, das prägt sich natürlich ein und daher kommt natürlich dieses Misstrauen, weil dieses wiederum dann mit dem Islam verbunden wird, nicht? Weil gerade, also wenn Sie diesen Verfahren Johnny Carr ansprechen, ja, die Täter waren, wenn sie es denn waren, wofür sehr viele spricht, wohl in der Tat Türken, jedenfalls einige. Aber ich habe keinen Anhaltspunkt dafür gehört, dass ihr Handeln vom Islam motiviert gewesen wäre. Das spricht eher vieles dagegen. Das heißt, gerade das sind solche Punkte, wo ich wiederum dafür plädiere. Keine Beschönigung, kein Friede, Freude, Eierkuchen, aber eben auch kein Alarmismus, sondern genau hingucken, wo wir Probleme haben, müssen wir uns ihnen stellen und müssen manchmal schon auch zu den harten Bandagen greifen, soweit der Rechtsstaat das zulässt. Aber was wir eben auch tun müssen, ist, die Gutwilligen, die vielen, die es gibt, ins Boot zu holen und nicht etwa auszugrenzen. Das heißt, Extremismus werden wir immer haben. Wir haben noch nie sicher gelebt und wir werden nie in völliger Sicherheit leben. Völlige Sicherheit ist die Sicherheit des Gefängnisses. Die werden wir nicht bekommen können und wahrscheinlich auch nicht wollen. Aber wir müssen zusehen, dass man dem Extremismus etwas entgegensetzt, dass man Plattformen schafft, auf denen sich das andere entwickeln kann. Und da wir nun gerade dabei sind, muss ich sagen, habe ich einigen konkreten Anlass für einen vorsichtigen Optimismus. Ja, dann vielleicht ist dieser vorsichtige Optimismus ja doch bei dem einen oder anderen auf fruchtbaren Boden gestoßen, Herr Professor Rohe. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Wie gesagt, es sind alle hellwach, haben eine Menge gelernt, auch über die Historie, die uns ja wenig bekannt sind. Da rühren vielleicht auch die Ängste her. Und wir werden nachher bei der Diskussion sehen, ich habe sie etwas länger einfach auch gemacht, weil ich gemerkt habe, dass dieses Thema hier die Zuschauer, die Anwesenden bewegt. Darum habe ich Ihnen da auch mehr Zeit gegeben. Nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre gute Rede und Ihre Diskussion. Danke. Sie können dann wieder Platz nehmen.